So Leute, ich habe ein bisschen gefarmt. Ich hatte gerade noch mal 99.000 Goldmünzen mehr, aber ich habe schon mal ein paar mal Apfelsaft gekauft, genau. Und wo ist er? Da ist er. 99 mal Apfelsaft gekauft. Und ja, dann leveln wir mal unsere Kapselmonster. So, der ist auch auf dem Max-Level für Apfelsaft zumindest. Und weiter Apfelsaft. Die ziehen wir jetzt alle auf Level 3. Und danach, wisst ihr, was ich danach machen will? Und zwar gibt es einen ganz guten Trick bei einem Emulator. Also, beziehungsweise kein Trick, aber... das zeige ich euch gleich, wenn ich hier fertig bin. Okay, nice. Frosch entwickelt sich weiter zu. Mehr Jungmann. Mehr Jungfraumann. Wo ist Blaubarschbube? Was ist das? Das ist, wie es aussieht, eher so ein... Hey, Unge. Ich hätte dich einen Unge nennen sollen. Okay, nein, passt nicht mehr. Reicht der Apfelsaft überhaupt noch für den hier? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Gerade so. Alter Vater. Okay. Es ist eine komische Fledermaus geworden. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir nochmal... Ich weiß nicht. 47, komm. Ah, das war zu viel. 47 mal. Ich glaube, 50 mal dürfte reichen. 50 mal Apfelsaft dürfte genügen. Ja, gut, je nachdem, wie viel wir jetzt verbrauchen werden. Ah, okay, 11. Ja, 39, doch, ich denke schon. Auf jeden Fall. Reicht ja locker. Obwohl, man weiß es nicht. Ja, so locker gar nicht, aber doch schon. Und es entwickelt sich zu einem Gargoyle. Cool. Das ist nice. Nein, tja. Ich wollte eigentlich keinen Buchstaben zurückmachen. Was mache ich denn? D? R? A? K? Y, glaube ich, war es, oder? Ich glaube schon. Coach. Was wollte ich machen? Genau. Und zwar müssen jetzt ja unsere Kapselmonster sich weiterentwickeln, ne? Hier war der Shop, wo wir alles kaufen konnten, was wir jemals besessen haben, glaube ich. Nicht? Doch hier, oder? Rüstungen feinster Art. Wo war... Oder war das nicht die Insel hier? Hä, es war doch die Insel, oder? Oder ist es auch hier oben drin? Warte, was? Oh, lol. Lol? Lol, was ist denn hier? Sam, was soll das denn sein? Chip. Waren. Statue? Nett bist, füllst sie im Kampf die... Wow, wenn du sie nicht bittest. Wunderlampe? Benutzt die Zauberkraft, um Gegner anzugreifen. Schatzsucher, wenn du ihn in einer Höhle benutzt, werden alle ungeöffneten Truhen einen Ton aussenden. Okay. Eine Peitsche, die Glück bringen kann. Leute. Dauert kurz ein bisschen, ne? Oh, warum kann ich nicht A einfach gedrückt halten? La 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 la. Ich wusste gar nicht, dass es hier unten ein Casino gibt. Ohne Scheiß. Aber, dann würde ich sagen, kaufen wir gleich erstmal ein paar Sachen. Warte mal, geht das nicht? Moment. Waren. So. Jetzt.
wollte ich euch den Trick zeigen, den ich eigentlich bei den Goldmünzen eingeben wollte. Es gibt hier oben mit dem Cheat. Kannst du, glaube ich, bei Search. Zack. Search. 1. View. Add. Okay, das. Add. Zack, 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 zack. Okay. Nice, dann können wir uns jetzt nämlich einfach mal alle Waffen zu kaufen. Ich habe keinen Bock, diese ganzen Sachen zu farmen, Leute. Ich will das Holzschwert für die beiden, glaube ich, haben. Ja. Zack. Super Maus, was ist das denn? Hört den Angriff aller Kämpfer, okay. Esels. Lufthemd. Drachentöter. Drachentöter für die beiden? Ego-Peitsche. Braucht Seelan jetzt nicht unbedingt. Gut, ich weiß nicht, ob die Dings bleibt ja da, ne? Genau. Okay, gut. Ich wollte jetzt eigentlich. Oder war das hier drin? Ja, hier war's, oder? Ja, hier war's. Oh, schön. Okay. Denn wir werden jetzt Rüstung. Alles ablegen. Ablegen. Ablegen, 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 ablegen. Ablegen, ablegen. Alles, alles ablegen. So, außer die Götterrüstung natürlich. Entfernen? Okay. Gut. Und jetzt werden wir alles verkaufen und uns komplett ausrüsten. Verkaufen. Nein, wartet. Nein, das machen wir gar nicht. Wir, Kapsel. Wie führt denn jetzt erstmal alle? Ja, es sind momentan relativ langweilige Folgen eher, Leute. Wir wollen halt das komplette Spiel haben. Das Spiel komplett haben. Das heißt, ich will alle Kapselmonster entwickelt haben, etc. Und wir können es ja gleich, durch die... Der Cheat, sag ich jetzt mal. Alles an Geld nochmal herbeicheaten. Ich würde es farmen, Leute, aber es ist echt zu anstrengend. Ohne Witz, es ist so nervig. Okay, der ist auf Level 4. Ich weiß nicht, was der für... Alter, ist das ein fetter Drache. Feuerfrucht. Nein, Wunderfrucht. Sternfrucht. Nachtfrucht. Götterfrucht. Sonnenfrucht. Mondfrucht. Zauberfrucht. Hä? Der ist doch jetzt auf Level 4, oder nicht? Komm, du willst jetzt hier auch... Okay. Er braucht einen Kristallhelm. Okay. Oh, Mann. Wo sind die Helme? Sind immer noch bei... Okay, Panzer. Roben. Schilde. Kristallhelm, Kristallhelm. Wir hatten auf jeden Fall mal einen, das weiß ich. Oder? Nicht? Okay, hatten wir nicht. Alter, lol. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir einfach irgendwas, was ziemlich viel bringen würde, denke ich mal. Einfach die beste Waffe, die wir hatten. Artis Bogen, wow. Nehmen wir mal den Ego-Schrauber. Kann ich das, wie kann ich das denn ganz einfach nur kaufen? Kaufen, ah, okay. Kapsel, Futter, Ego-Schrauber. Runenkralle, die hatten wir doch aber sicherlich. Och man, Leute, ich hab da eigentlich echt null Bock drauf, wisst ihr? Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wo sind wir denn? Hier. Artis Bogen. Macht ihn 500 Damage. Bringt das irgendwie etwas mehr zu? 566 Damage, okay. Alles andere zieht ihn runter. 568, der Runendegen, okay. Ah ne, wir wollten bei Doki Poo auf Damage gehen, ne? Aber eine Waffe müssen wir ihm eigentlich gar nicht kaufen.
Aber was hatten wir ihm gegeben? Wir hatten ihm jedenfalls den Drachendings gegeben. Wenn wir die hier finden, ich hoffe, die finden wir hier. Moment. Da, okay. Den Drachentöter für Doki auf jeden Fall. Was gibt von den Steinen her denn ziemlich viel Damage? Der Krakenstein gibt Damage. Weil das ist hartes Juwel, ne? Oh ja, oh ja. Hartes Juwel, mega Damage. Warte, das bringt 80 Damage, okay. Ich muss einfach gucken, was höher ist als 700, wenn überhaupt irgendwas an 700 rankommt. Ich glaube nicht, oder? Nee. Gut, dann kriegt Doki das hartes Juwel auf jeden Fall. Zack. Ein Ring, der mega Damage gibt. 20 Damage macht der Wunderring. Okay, das macht 40. S-Kraftring gibt ganz gut was. Der Powerring aber auch. Was macht der Kraftring? Der hat nur der. Okay, der Powerring ist auf Platz 1 bisher. Der Powerring ist auf Platz 1. Okay, der Powerring. Powerring für Doki. Gut, dann würde ich sagen, jetzt sind wir bei den Helmen. Der Legendenhelm. Gib irgendeinen Helm Damage. Ja, der Zornhelm. Der Zornhelm gibt Damage. Ich habe gesagt, wir gehen bei Doki pur auf Damage. Dann kriegt Doki einen Zornhelm, auch wenn er an sich von den Werten her gar nicht mal wirklich gut ist. Aber mal sehen, ob wir Doki 1000 Damage zu schmeißen können, sag ich mal. Gibt irgendein Schild Damage? Ja, das Rosenschild gibt Damage. Das Zornarmband, aber das ist... Nein. Nicht gutes Damage, kein guter Damage. Also was war das? Das ist Rosenschild, ne? Ja, genau. Rosenschild. So, hier. Eine Rüstung, die Damage gibt. Magiepanzer gibt kurz Damage, okay. Ah ne, da haben wir gerade die Götterrobe an, ne? Genau. Die behalten wir auch. Götterrobe behalten wir definitiv. Okay, dann haben wir jetzt Doki komplett ausgerüstet, ne? Ja, genau. Okay, dann kommt jetzt Guy. Guy, habe ich gesagt, klatschen wir auf Verteidigung, ne? Genau. Gibt es irgendeine Waffe, die Verteidigung gibt? So, okay. Da war eine. Feuerdolch zieht ihn auf... Okay, drei mehr. Abwehr, okay. Donneraxt? Obwohl, eine Waffe kriegt da ja auch, auch den Drachentöter, würde ich sagen. Ja. Drachendings. Klar, Guy braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Damage, ne? Macht ja Sinn. Und die beiden kriegen das Holzschwert, weil das die beste Waffe für die beiden war. So, bleiben wir bei. Gut, Verteidigung. Verteidigung. Gorgonstein. Gorgonstein ist bisher am ganz oben, genau. Okay, nein, das Wasserjuwel. Nee, gar nicht. Gorgonstein bleibt oben, okay. 216. 216. 216, okay. Gorgonstein. Wir haben kein Geld mehr. Okay, Leute. Ich merke mir die Zahl. 26274. Okay. Und add. Zack, 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 zack. Okay. Nice. Wo waren wir? Gorgonstein, ne? Gorgonstein, okay. Gorgonstein für Guy. So, jetzt sind wir bei... den Sachen. Wunderring. Zieht 20 mehr, okay. 236 auch. Und die Bewegung erhöht. Aber ich glaube, Guy eher auf Angriff und Dings. 256, der Schutzring. Okay, das ist schön. Ich glaube, der Schutzring gewinnt das easy. Der S-Schutzring ist es, glaube ich, sogar. Oder? Ja, S-Schutzring.
Hätte ich mir auch denken können, um ehrlich zu sein. Gut, dann sind wir jetzt wo? Legendenhelm. Ja, der zieht schon mal auf 90 hoch, okay. Also 90, jetzt, genau, ich kann ja einfach immer das Beste kaufen. Und gucken, was dann irgendwie... Okay, Megaschild, zieh die nochmal mega die Verteidigung hoch. Ich meine, jetzt haben wir ja die Goldmünzen, jetzt können wir das ja mal alles kaufen. Zirkonkutte. Alter, 150 mehr. Mhm. Jetzt sind wir bei den Waffen, okay. So, was haben wir gesagt? Bei Selan gehen wir auf Bewegung, ne? Weil sie Heilerin ist. Bewegung. Was pusht die Bewegung denn mega? Der Hydrastein. Sonst pusht nichts weiter die Bewegung am besten, ne? Nee. Okay. Bewegung. Der Raketenstein. Okay. Bewegung ist jetzt ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob es halt noch irgendwas Besseres gibt oder so. Ich meine, 200 ist halt schon eine ziemlich ausreichende Bewegung eigentlich. Ob ich jetzt irgendwie noch auf magischen Dings gehe? Ja. Jetzt gehe ich auf Magie, würde ich sagen. Alter, was für eine Bewegung Arti eigentlich einfach hat. What the fuck? Krass. Okay, na warte. Ich glaube, den Helm setze ich auch noch auf. Bewegung? Wenn es einen Bewegungshelm gibt. Sieht eher nicht so aus. Nein. Nee. Gut, dann setze ich den auf, magischen Angriff. Geistermütze zum Beispiel. Ja. Obwohl. Ah ne, hier sind wir bei Schilden, okay. Zirkonkralle, Megaschild. Zirkonkralle erhöht die Bewegung nicht. Da war irgendwas mit Bewegung, glaube ich. Nee, Intelligenz, scheiße. Aber hier, hier. Pfizer-Schild, das ist aber total, das ist useless. Diese fünf Bewegungen sind halt einfach total useless. Ich glaube, sonst finden, nee, sonst gibt es ja auch nichts Besseres. Okay, dann ziehen wir hier lieber die Zirkonkralle, oder? Ja, Zirkonkralle ist besser. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, genau, Kutte. Zirkonpanzer. Gibt es hier irgendeinen, der die Bewegung erhöht? Oh ja, hier. Magiepanzer. Der ist auf jeden Fall schön. Sonst nichts Besseres, ne? Nein. Sieht nicht so aus. Nein, okay, gut. Dann würde ich sagen, jetzt kommt Arti. Und Arti haben wir gesagt auf Magie, ne? Auf magischen Angriff. Der Krakenstein liegt da vorne mit 10. Irgendwas, was noch höher zieht. Oh ja, Kürbisjuwel. Ansonsten nichts, okay. Dann jetzt hier bei... Okay, der Geisterring zieht auf jeden Fall ziemlich hoch, ja. Und ich glaube, da gibt es halt auch nichts Besseres. Nee, ich glaube nicht. Nein, okay. Helm. Geistermütze. Schön. Sonst nichts Besseres? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht. Obwohl, ah, Zirkonkralle gibt's hier. Hä? Zirkonkralle? Kaufen? Leider ausverkauft. Ach, lol! Okay. Nehme ich den Runenkralle. Ach, es gibt die... Oh, Leute, die Runenkralle ist sogar besser. Okay, schön. Man kann die Sachen auch nur so oft haben oder hier kaufen, wie man sie auch da gekauft hat. Okay, oder wie man sie hatte. Götterrobe. Auf jeden Fall. Bitte, Arti. Wäre für Selan auch nicht so schlecht, ne? Aber egal. Ja, dann war's das. Gut, dann haben wir uns jetzt voll equipped. Ja, aber da war noch was, was... Gut, Aquaschwert, aber nein.
Rüstung. Nein, Kapsel. Futter. Ruhenkralle könnten wir dir geben. Trägt aber Arti. Kriegst du also nicht. Krakenstein. Komm, haben wir irgendwas? Nein. Komm, irgendeine Frucht. Die wirst du doch mögen, oder? Zu irgendeiner Frucht. Oh ja, Mondfrucht. Komm, davon haben wir ein paar. Nice. Er entwickelt sich weiter ins nächste Level. Das sieht echt interessant aus. Nein, 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 nein. Okay, ich weiß nicht, wieso wir sie nicht auf Level 5 entwickeln können.